Dieser Typ hat ein unglaubliches Talent. Er benutzt nur eine Kettensäge, um verstorbene Tiere 1:1 nachzustellen. Allein die Form des Tieres rauszusägen braucht unglaublich viel Talent, und wenn es dann an die Details geht, benutzt er nur die vordere Spitze der Kettensäge, um so fein wie möglich sägen zu können. Nachdem er die Form des Tieres fertig hat, zeichnet er nochmal kleinere Details auf das Holz, wie zum Beispiel die Schnauze, und benutzt dann andere Werkzeuge, um den Hund fertigzustellen. Danach benutzt er dann noch wasserfeste Farbe und Öl, damit der Hund seine Farben bekommt und realistisch aussieht. Für die Arbeit braucht er manchmal mehrere Wochen, aber sie erinnern den Besitzer an verstorbene Tiere und verbindet sie mit Kunst.